Frage, könnten wir so einen Weg bestreiten, wenn wir nicht wüssten, wie er zu bestreiten ist? Antwort? Nein. Aber was hat Allah Azza wa Jal mit all seiner Barmherzigkeit getan? Er schickte uns Gesandte, er schickte uns Propheten. Und manche Gelehrte sagen, es waren 124.000 Propheten, die Allah Azza wa Jal an sein Volk geschickt hat, damit diese diesen Propheten folgen, liebe Geschwister. Unendliche, unermessliche Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Und damit ist die Sache noch nicht vorbei, liebe Geschwister. Er hat uns sogar was gelassen? Na? Bücher. Allah Azza wa Jal, er hat uns Bücher gelassen. Bücher, an denen wir uns richten sollten, wenn wir wahrhaftige Gläubige sein wollen. Subhanallah al-Azim. Und das Witzige ist, liebe Geschwister, dass manche diese Bücher, die Allah subhanahu wa ta'ala ursprünglich den Menschen gegeben hat, als Licht, als Rechtleitung, dass diese Bücher auf Allah zurückführen und sie so viel von diesen Büchern mit ihren eigenen Händen geändert haben. Subhanallah. Es gibt Leute, und wir wissen das von anderen Religionsgemeinschaften, und sie selber verwehren nicht diese Aussage, sie bestätigen das, dass sie die Bücher selber geschrieben haben, bedeutet, wenn sie diese Bücher geändert haben, sind sie von Allah oder von den Menschen? Von den Menschen. Warum sollte ich ein Buch auf Gott, auf Allah subhanahu wa ta'ala zurückführen, wenn ich es mit meinen eigenen Händen, was? Geschrieben habe. Wo ist hier, liebe Geschwister, der Stolz für die Menschen dabei? Und subhanallah, wieso identifizieren sie sich mit einer Religion, die angeblich von Gott stammt, wenn sie die Religion ändern und praktizieren, wie sie es wollen? Warum schreibt man sich einer Religionsgemeinschaft zu und man sagt, das ist meine Religion, und man weiß, dass dieses eine abgeänderte Religion ist? Eine Religion, die nicht von Allah subhanahu wa ta'ala stammt, auch wenn es der Ursprung so gewesen ist. Der Ursprung war, dass das Evangelium, was Jesus bekommen hat, Isa a.s., natürlich war dieses von Allah subhanahu wa ta'ala. Natürlich hat Moses die Tora bekommen und er hat das an sein Volk Bani Israel weitergetragen. Diese Bücher waren, wie wir gelernt haben, ursprünglich von Allah subhanahu wa ta'ala, bis einige abgeirrte Menschen dann diese Bücher was? Verfälscht haben. Was ist alles gefälscht an Büchern? Wer kann mir das sagen? Na? Die Tora, was Moses, Musa a.s. bekommen hat, sie wurde verfälscht. Allah sagt uns das. Und niemand ist wahrhaftiger als Allah. Auch Al-Injil, das Evangelium, wurde verfälscht. Einzig und allein, und das wissen auch die Kuffar, die Ungläubigen, sie wissen einzig und allein, ist welches Buch unverfälscht? Der Koran. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala den Schutz dieses Buches in seiner eigenen Hand übernommen hat, wie wir gelernt haben. Inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafidun. Wir haben diese Ermahnung, den Koran, herabgesandt und wir werden ihn bewahren. Allah Azza wa Jal hat das in die Hand genommen. Warum? Weil der Koran das letzte Buch ist, womit Allah Azza wa Jal den besten aller Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zu der Menschheit entsandt hat, damit dieser ihnen den Koran verkündet, liebe Geschwister. Deswegen bleibt dieser Koran unverfälscht, weil weder kommt ein Gesandter nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, noch ein Prophet, noch wird es ein anderes Buch geben. Der Koran bleibt aktuell bis zur Stunde. Islam. Alhamdulillah, ala ni'mati al-Islam. Das ist die großartige Gnade, die Allah subhanahu wa ta'ala uns gegeben hat. Die wahren Gläubigen sind die, liebe Geschwister, die sich an ihren Schriften halten. Heutzutage werden diese Leute wie genannt? Fundamentalisten. Das Wort ursprünglich hat eine gute oder eine schlechte Bedeutung? Eine gute Bedeutung. Warum? Weil, alhamdulillah, wir sagen, wir sind Fundamentalisten. Denn wir haben schließlich ein Fundament. Und dieses Fundament ist der Koran. Und ist der Koran gefälscht oder nicht gefälscht? Er ist nicht gefälscht. Deswegen sagen wir ja, wir sind Fundamentalisten, aber nicht mit dem Verständnis der irregegangenen Menschen, sondern mit dem Verständnis, was wirklich dieses Wort bedeutet, dass wir auf ein Buch gründen können, dessen Inhalt
unverfälscht ist, liebe Geschwister. Man sagt, Leute, die sich streng am Koran halten. Ja, warum sollten wir uns sonst mit einer Religion identifizieren, wenn wir uns nicht an diesen Büchern halten? Sagt mal, subhanallah al-azim, wie manche Leute, wal-iyadu billah, irregegangene Leute, sie gehören anderen Religionsgemeinschaften an, sie sagen, das sind Leute. Und dann siehst du schwarze Bilder. Dann fliegt so ein Flugzeug und da platzt eine Bombe. Fundamentalisten, Leute, die sich streng am Koran halten. Alhamdulillah, wir haben erstmal eine Religion. Und wir bräuchten uns nicht Muslime zu nennen, wenn wir an dieser Religion nicht festhalten würden. Aber wir finden es witzig, dass andere Religionsgemeinschaften sagen, wir gehören dieser Religion an und nichts oder fast nichts praktizieren sie von dieser Religion. Wallahi, und das ist so klar wie die Sonne. Das ist so klar wie die Sonne. Dann gehst du zu einigen Leuten und du sagst, ja, aber in der Bibel steht doch so und so. Naja, das muss man nicht so eng sehen. Subhanallah. Okay, wenn du das nicht praktizieren willst, warum aber identifizierst du dich mit einer Religionsgemeinschaft, die nicht deinen Gelüsten entspricht? Deine Gelüste sagen was anderes. Du möchtest etwas anderes praktizieren. Warum nennst du dich Christ? Ich wurde getauft. Ist das alles? Nein. Und im Übrigen, ich mache mich nicht lustig. Ich rede hier nur über die Beziehung von einem Diener zu seiner Religion. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Denn wir dürfen nicht denselben Fehler machen wie andere Religionsgemeinschaften, liebe Geschwister, dass wir sagen, okay, wir sind Muslime, aber wir halten an was nicht fest? An unser Buch, an den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wie falsch wäre so eine Aussage, dass du einfach nur behauptest, ich bin Muslim und lehnst dich zurück und praktizierst nichts von deiner Religion und sogar, wenn eine Sache dir nicht gefällt, dann änderst du sie einfach so ab und sagst, ich bin trotzdem ein Muslim. Der hat total falsch verstanden, was der Islam bedeutet. Warum identifizierst du dich mit einer Religion? Und ich spreche jetzt die Muslime an. Warum identifizierst du dich mit einer Religion, die du nicht praktizierst? Und das machen viele Muslime. Der sagt, Alhamdulillah, ich bin Muslim. Das ist schon mal gut, dass er das sagt.